Als Vorbereitung für den Umgang mit 350 Grad heißem Lot ist es natürlich wichtig, die richtigen Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz vorzunehmen. Ziehen Sie Ihre persönliche Schutzbrille und Handschuhe an. Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz und verwenden Sie eine Lötrauchabsaugung. Aber ist das schon alles? Ein Experte für Arbeitsplatzergonomie hilft bei der richtigen Einstellung. Passen Sie Tisch und Sitzhöhe so an, dass Sie aufrecht sitzen, die Unterarme aufliegen und die Schultern entspannt sind. Die Knie etwa im rechten Winkel beugen. Oberschenkel müssen leicht nach vorne abfallen. Abhängig von der Tisch- und Körpergröße wird eine Stütze für die Füße benötigt. Denken Sie an eine aufrechte Sitzposition und richten Sie optische Hilfsmittel wie Lupe oder Mikroskop auf Augenhöhe aus. Die richtigen Einstellungen ermöglichen ein langfristig beschwerdefreies Arbeiten. Achten Sie auf regelmäßige Pausen. Nicht nur die Reinigung und Pflege der Hände ist wichtig, sondern auch die Entspannung. Einfache Übungen geben Ihrem Körper frische Energie. Augen schließen und mit den Handflächen bedecken, entspannt zurücklehnen. Zeichnen Sie mit geschlossenen Augen eine liegende Acht. Wechseln Sie die Richtung. Rutschen Sie ganz nach vorn auf die Stuhlkante. Setzen Sie sich aufrecht hin und kreisen Sie mit den Schultern. Auch hier Richtung wechseln. Gerade hinstellen, Kopf langsam auf die Brust legen, Oberkörper einrollen, bis die Arme den Boden berühren. In die Hocke gehen. Arme zur Decke strecken und langsam aufstehen. Überstrecken Sie Ihre Arme nach hinten und bringen Sie diese über einen Kreis wieder zur Seite. Strecken Sie den Arm aus, Handfläche nach oben drehen, Fingerspitzen zeigen zum Boden und mit der anderen Hand übergreifen. Daumen in der Dehnung nicht vergessen und Ellenbogen gestreckt lassen. Die Tischplatte kann als Alternative zum Dehnen genutzt werden. Im Sitzen Hände auf den Kopf legen, Ellenbogen zeigen nach vorn und mit dem Gewicht der Arme Kopf langsam nach unten ziehen. Zum Schluss Nacken leicht dehnen. Kleine Änderungen können große Auswirkungen haben. Arbeiten Sie sicher und gesund mit ERSA.